Haben wir noch ein Video? Auch Hotel. Ich habe kostenlos im kleinsten Hotel Diesen der Welt. kleinen Stu. Im kleinsten Hotel der Welt. Ich komme sofort. Ich mache mir nur kurz Kellogg's. So, meine Damen und Herren. Und total im Trend. Tiny Häuser. Wer auf einen Wohnwagen keinen Bock hat, sich aber trotzdem auf kleinem Raum eine stilvolle Auszeit gönnen möchte, der kauft oder mietet sich eins der kleinen süßen Häuser. Ich wollte schon länger wissen, was den Zauber an Tiny Häusern ausmacht. Trifft sich ganz gut, dass hier in Deutschland, genauer gesagt in Berlin, das vermutlich kleinste Haus der Welt steht. Und das werden wir heute testen. Eine Unterkunft auf nur 2,5 Quadratmetern. Sie soll mobil sein, ausgestattet mit Wohnraum, Schlafplatz, Küche, Toilette und Dusche. Die Idee für dieses Tiny House hatte der Architekt Wanbo Lemenzel für einen ganz bestimmten Zweck. Hi, ich bin Wanbo. Ich bin Architekt aus Berlin. Ich habe mir das Pickup-Haus ausgedacht. Das ist das kleinste. Das ist das Haus? Da kann doch jeder reingucken. Tiny House, das es gibt. Das ist nur 2,5 Quadratmeter groß und ist auf einem Pickup-Auto. Deswegen heißt es auch Pickup-Haus. Ich habe mir dieses Projekt ausgedacht, ja, weil mich das stört, wie Straßen benutzt werden in Berlin oder in anderen Städten. Ihr müsst euch das mal angucken. Ne? Überall stehen so Autos. Die stehen sozusagen 23 Stunden pro Tag auf der Straße und eine Stunde werden sie nur genutzt. Ich frage mich, wie die Gesellschaft aussehen würde, wenn wir unsere Ressourcen besser nutzen würden. Außerdem gibt es einfach viele, viele Menschen, die haben kein Zuhause. Ja, für die haben wir das entwickelt. Wir sind jetzt gerade in Kreuzberg am Maybachufer. Da hinten gibt es so einen ganz schönen Kanal. Und das ist eigentlich so einer der beliebtesten Orte in Berlin. Willkommen im Pickup-Haus. Das ist der Eingang. Also es gibt hier die Tür. Ne? Da oben sieht man das Schild. Wenn das leuchtet, heißt es, das ist frei. Ja? Hier gibt es eine Klingel. Und wenn man hier klingelt, dann landet man direkt bei dem Eigentümer, das bin ich, auf dem Handy. Und dann kann ich durch die Kamera gucken. Und die Tür ist, hat so ein Smart Lock. Das heißt, man kann das einfach hier mit diesem Ding hier steuern. Jetzt ist es gerade abgeschlossen und jetzt drücke ich hier rauf. Dann geht es hier cool. Auf. Ah, hier draußen ist. Das ist der Kühlschrank. Das ist eigentlich nur eine Box, die draußen ist. Okay, ich hoffe, der Mann wird nicht getrollt jetzt wieder. Das heißt, im Sommer ist es natürlich kein Kühlschrank, aber im Winter ist draußen kalt und dann. Darf möglich sein für Obdachlose? Dann kannst du da Butter und so weiter reinmachen. Cool, ja. Weil es hier so klein ist, ne, das ist ein Haus mit nur 2,5 Quadratmeter, müssen wir uns ein bisschen absprechen. Also es gibt zwei Orte zu sitzen. Das eine ist der Fensterplatz. Das ist hier eigentlich ganz cool so. Ne? Es gibt hier ein schönes großes Fenster und ein Polster und einen Tisch. Hier sitze ich auch oft, ne, und arbeite mit einem Laptop. Es gibt auch WLAN. Ne? Guck mal, hier ist der WLAN-Router. Also tagsüber bist du auch hier, oder was? Ich nutze das ganz normal als Büro. Ah, okay. Bis dann sozusagen 19 Uhr die Obdachlosen kommen. Genau, also das ist so, so Shared Space, ne? Also geteilte Nutzung. Abends Menschen in Not, tagsüber arbeiten für Brot. Stark. Sozusagen ne? Money Jobs, Konferenzen machen, am Laptop arbeiten. Mhm. Das kann man hier, wenn du WLAN hast, kannst du alles machen. Hast einen Tisch und ich kann mir einen Tee kochen. Also hier gibt es halt eine kleine Küche, ne? Das ist aber so Campingstandard. Das ist hier ein ganz normaler Gaskocher. Hier gibt es noch ein paar Sachen zum Kochen, ne? Pfannen und so weiter, Omelette. Oder so. Aber das ist doch eh diese, das Japan oder China, kennt ihr nicht diese Videos, wo Chinesen oder Japaner so richtig kleine Wohnungen haben und das so richtig praktisch gestalten? Großen, Albo, danke dir. Es gibt auch so ein bisschen Besteck, so für zwei Personen sollte das reichen, einfach hier so Geschirr. Tatsächlich ist hier wirklich Platz für zwei, hier einmal der Sitz und hier ist auch ein Hocker. Und dann kann man ganz gemütlich eigentlich hier zu zweit sitzen und essen. Ne? Und es gibt hier auch noch so einen Frischwassertank, das ist der hier, das ist der Abwassertank. Das ist verbunden mit so einer Batterie, die ist hier unter meinem Sitz, kann ich dir gleich auch zeigen. Und dann kannst du hier auch ganz normal Hände waschen. Ja? Und das läuft dann hier rein. Auf 2,5 Quadratmeter, ihr müsst euch vorstellen, 2,5 Quadratmeter ist kleiner als ein Fahrstuhl. Also die meisten Fahrstühle, die es gibt, die sind größer als 2,5 Quadratmeter. Ja, sogar Solar. 2,5 Quadratmeter ist aber die Fläche, die wir nur zur Verfügung haben auf so einem Pickup-Truck. Und kann man auf 2,5 Quadratmeter ein Bett unterbringen, ein Sofa, eine Toilette, eine Dusche, eine Küche, einen Arbeitsplatz? Ist das möglich? Und wir haben es geschafft. Ja, das ist das Pickup-Haus. Hier ist die Heizung. Genau, das ist die Heizung, die ist eine Gasheizung, die macht man hier auf der Seite an. Und die ist gemacht für Räume so 20 Quadratmeter groß. Also wir sind ja nur 2,5 Quadratmeter groß, das heißt, hier ist nie kalt. Kannst du mir sagen, wie viel das alles ungefähr gekostet hat? Ja, ich weiß ganz genau, weil ich habe es ja bezahlt. Ich sage 8.000 Euro. Das habe ich bezahlt, 12.000 Euro. Ah, Junge, ich wollte 15 sagen, ja. Wie lange hat das gedauert hier? Das zu bauen? Ja. Eine Woche.
Eine Woche noch. Ja, ja, das geht schnell. Das ist wie ein Möbel. Ich zeig dir mal noch die Toilette. Das glauben die meisten nicht. Das gibt auch eine Toilette. Die habe ich schon ganz vergessen. Ach so, es gibt auch einen Tisch, den man runterklappen kann. Mhm. Also du musst hier an der Seite, gibt es so Tasten hier unten. Da musst du den Tisch so ganz leicht hoch machen. Und dann kannst du diese beiden Tasten hochdrücken und dann das so runterfahren. Smart, ja. Und dann gibt es hier die Toilette. Das ist einfach nur ein Polster. Was? Mit Toilette? Das kann man einfach abmachen. Und das ist auch ganz gut, weil wenn du die Toilette benutzt, willst du dann natürlich nicht, dass die Leute reingucken auf deinen Hintern. Ja, die kann man einfach so hoch machen. Und dann hast du hier zum Beispiel, das ist die Batterie. Das ist eigentlich fast das teuerste hier in dem ganzen Tiny House. Diese Lithium-Batterie. Davon haben wir zwei Stück. Ne? Und eine ist immer hier drin und eine lädt immer an einer Steckdose. Die kann man einfach an der Steckdose aufladen. Ach so. Die ist aber auch verbunden mit unserer Solarzelle auf dem Dach. Aber heute scheint die Sonne nicht, deswegen lädt sie nicht. Und die siehst auch, wie viel Strom wir gerade verbrauchen. Ne? Jetzt im Moment verbrauchen wir gerade 6 Watt. Wie lange hält die? Wenn du nur so wie jetzt machst, also das ist praktisch nur das Licht hier so, dann hält die eigentlich einen Tag. Okay. Ich bin gespannt, wie gleich das Bett aussehen wird. Mhm. Aber wenn du jetzt noch dein Handy auflädst, deinen Laptop und auch noch den Reiskocher. Wenn du da kackst, ist auch was. Ich schwör's dir, ich komme sofort. Tut mir leid, tut mir leid. Anmachst, dann hält die eigentlich nur eine Nacht. Das ist die Toilette, das ist klein und das ist groß. Ich habe alles sauber gemacht für dich. Wenn du groß machst, dann landet es in der Tüte, machst einfach zu und schmeißt weg. Pipi landet. Boah, ich könnte sowas gar nicht, Digga. Aber das ist ja ein Obdachlosen-Dings. Das ist ja nicht mal Hotel. Weißt du, was ich meine? Der Mann verdient ja damit kein Geld. Einfach dann hier in diesem Ding, das muss dann auch rausnehmen und dann hier irgendwo in ein Klo kippen. 400 Euro hat die gekostet. Das ist eine Trellino-Toilette. Das ist so eine Designer-Toilette. Also, aber die ist wirklich gut. Also ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber da geht wirklich kaum was daneben. Die Tiny-House-Bewegung, die kann eine Inspiration sein. Also ich glaube nicht, dass Tiny-Häuser die Lösung sind für das Wohnungsproblem. Aber ich denke, von der Tiny-House-Bewegung können wir lernen, wie man mit weniger Raum trotzdem eine hohe Aufenthaltsqualität schaffen kann. Man kann zum Beispiel aus der Tiny-House-Bewegung lernen, wie man mit einem Raum verschiedene Funktionen erfüllen kann. Also das kann man schon so ein bisschen sich abgucken. Du hattest gesagt, normalerweise gibt es auch eine Dusche. Wie funktioniert das? Wir haben das jetzt ein paar Mal schon gehabt, dass unsere Gäste hier geduscht haben. Aber das muss man so ein bisschen vorbereiten. Das heißt, ich hätte jetzt hier eine Wanne. Die würde ich jetzt hier auf den Boden stellen. Das ist einfach so ein Kasten, weißt du. Stell ich einfach hier rein, damit der Boden nicht nass wird. Und dann gibt es hier diese Duschvorhangschiene. Und siehst du das hier, diesen Duschvorhang? Ja. Das ist auch gleichzeitig dein normaler Vorhang. Den kann man da oben abmachen und dann hier so reinklemmen. Das lässt dann hier so runter. So. Und vom Boden... Ah, okay, das wird auch runtergeklappt und hier oben schläft man. Bis hierhin ist es nicht viel Platz. Es sind so ungefähr 80 cm. Aber du siehst, Leute wie ich können hier sitzen. So, ne? Ja, wie groß bist du denn, mein Bester? Sitze ich sozusagen in der Wanne, habe dann so eine Duschbrause und mache dann hier so zu und dann dusche ich hier. Raus natürlich auch so ein Wassertank. Also das sind alles Sachen, die sind aufwendig. Also muss man vorbereiten und dann hätten wir hier so einen Wassertank mit heißem Wasser und einen Abwassertank, wo das verbrauchte Wasser wieder reingeht. Nervig, aber es ist möglich, ne? Hätte ich auch nicht gedacht, dass das funktioniert, also dass das so gut funktioniert, dass man sich nicht so eingeengt fühlt. Das hat aber was mit dem Fenster zu tun, ne? Weil ich kann hier rausgucken, kann da hingucken und ich habe hier wie so eine Ablage so. Also es fühlt sich nicht komisch an, so hier zu sitzen. Panoramablick. Voll. Und das ist auch gleichzeitig oben da drüben das Bett, ne? Und geht es runter. So. Ah, okay. Von der Seite kommt man hoch. Und du musst ein bisschen aufpassen, weil alles ist eng hier. Hier sind überall Regale, nicht, dass du die Regale hier so weghaust. Und die Matratze, die ist 1,80 Meter. Die ist 1,80 Meter lang. Das heißt, für Asiaten perfekt. Für mich. So 1,75 groß, ja, das reicht vollkommen. Und auch Leute, die größer sind, also wir haben auch Gäste, die sind so 1,80 und größer, 1,85, die schlafen halt nicht ausgestreckt, weißt du, sondern haben halt ihre Beine so ein bisschen zusammengekräuselt. Ja, das geht ja. Es ist wirklich alles klein hier. Es ist eigentlich eine ziemlich verrückte Idee, dass man sein eigenes Auto zu... Aber ich finde, guck mal, der hat ja hier so eine Überdachung. Ich finde, das sinnvoller, also warum nicht? Hast du wegen dem Anhänger. Aber in diesem Anhänger, ja okay, verstehe, wegen dem Anhänger. Aber ich würde das auf jeden Fall wenigstens auf 1,90 machen, Digga. Man wird das ja irgendwie hinkriegen, auch mit dem Anhänger. Dann könnte man ja trotzdem, irgendwie hier so machen und dann, dass das so rausgeht. Dann hätte man vielleicht Probleme mit der Tür, aber die Tür hätte man dann auch irgendwie an die Seite machen können oder auf die, irgendwo irgendwie, aber ich hätte es ein bisschen länger, Ding. Weil es ist ja nicht mehr, wegen dem Bett meine ich. Wegen der Bettlänge, sorry, wenn ihr gerade nicht versteht, was ich meine, weil ich finde die Bettlänge 1,80 zu klein, weil, oder wie viele Menschen sind über 1,80? Dann denke ich mir, was ist daran jetzt so kompliziert,
wenn man das Haus, was er sowieso selber gebaut hat, er entscheidet die Maße, einfach auf 1,90, also dass diese Länge auf 1,90 geht. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht weil der Anhänger nicht 1,90 lang geht. Weißt du, was ich meine? Der kriegt das Haus da nicht auf den Anhänger. Oder irgendwie irgendeine Regel, irgendwas gibt es da bestimmt, aber ach, Bruder, wir brauchen jetzt hier gerade über dieses, wir brauchen das Haus jetzt gerade nicht bewerten, weil das ist ja eh nicht ernst gemeint. Das ist ja einfach so ein Projekt, also das ist, was heißt nicht ernst gemeint, das ist ja einfach ein Projekt und das ist ja nichts, das ist einfach so wie so freiwillig. Weißt du, was ich meine? Entweder Obdachlose oder irgendwelche Leute finden es lustig und gehen da rein, aber ich frage mich, wie viel da die Nacht kostet. Zur Verfügung stellt für fremde Leute, so, ne, die dann drinnen schlafen. Das, was mir aber richtig Mut macht, ist, wenn ich dann sehe, wie dann unsere Gäste zum Beispiel so Blumen reinstellen. Ihr müsst euch vorstellen, das sind Obdachlose, das sind Leute, die wirklich nichts haben. Organisieren dann noch eine Blume und machen die in so einen Plastikbecher rein, weißt du, damit ich morgens komme und dann eine Blume vorfinde. Und wenn du merkst, dass sogar die Ärmsten der Armen versuchen, Dankbarkeit zu zeigen, versuchen zu teilen, das bisschen ja, Glück, was sie haben, das zu teilen, das gibt mir einfach Hoffnung. Du hattest mir vorhin gesagt, dass auch drei Leute hier schlafen können. Das kann ich mir aber jetzt immer noch nicht so gut vorstellen. Also einer pennt hier. Ja. Die meisten haben einen Schlafsack und von unseren obdachlosen Gästen. Hier unten dann mit dem Schlafsack. Das ist direkt hier unten, ne? Wäre noch Platz. Genau. Das kannst du ja mal da auf den Boden stellen. Der kommt meistens raus. Und dann gibt es eine Person. Guck mal, das ist auch hier so ganz gemütlich hier. So, weißt du, so eine kleine Lampe. Und hier unter der Küche kannst du deine Füße so durchstecken. Ne? Und dann. Also, du hast unten einfach mehr Platz als oben. Schlafen die so und ja, das ist auch also möglich. Das ist eigentlich voll viel Platz hier so, ne? Lesen ja noch was, haben ihre Lampe hier so ja, und die dritte Person schläft hier im Sitzen. Ich hatte freundlicherweise ja, okay, die Gelegenheit, das Nothotel persönlich tagsüber zum Arbeiten sowie für die bevorstehende Nacht zum Schlafen zu testen. Bambu hat ja gesagt, er benutzt dieses Tiny House tatsächlich tagsüber als Office und das wollen wir jetzt auch mal austesten, ob das hier so gut funktioniert. Einmal den Tisch hier hoch. Zack, Laptop drauf, geht übelst fit, voll entspannt. Also es gibt mir echt alles hier so Camping. Zack, Laptop drauf, geht übelst fit, voll entspannt. Also es gibt mir echt alles hier so Camping-Vibes. Was richtig schön ist, hier ist es auch voll hell. Vorne haben wir ein kleines Fenster, hier rechts haben wir ein Fenster, hinter mir sind Fenster und links, wenn ich die Tür offen lasse. Das Einzige, was ein bisschen nervig sein kann, ist, man kann es auch sagen, hinter mir sind Fenster und links, wenn ich die Tür offen lasse. Das Einzige, was ein bisschen nervig sein kann, ist, man kann es aber auch keinem übel nehmen, sind die Blicke. Viele Leute kommen her, machen Fotos, fragen so ein bisschen, was ist das genau, weil das sieht man ja nicht alle Tage. Aber wir sind ja auch mobil und können praktisch überall hinfahren, wo wir wollen. Hauptsache, wir können auch legal parken. Ohne Scheiß, ich könnte mich echt dran gewöhnen. Hier drin richtig zu wohnen und zu übernachten ist die eine Sache, das müssen wir gleich mal testen, inwiefern das gut klappt. Aber rein tagsüber zum fokussiert Arbeiten in seinem eigenen Space ist das echt cool. Man hat alles, was man braucht. Einen gemütlichen Arbeitsplatz, WLAN, Strom. Wenn man mittags schlafen will, kann man auch hier schlafen. Man kann duschen, man kann hier auch aufs Klo gehen. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass hier viele Leute aufs Klo gehen. Weil wenn man sowieso schon in der Natur ist und draußen, dann macht man, glaube ich, vor allem Männer machen dann gerne mal draußen. Ja, und wenn man Mittagspause machen möchte, kann man hier auch kochen. Wir machen mal was ganz Simples. One Pot. Nudeln. Und im Sitzen. Ein bisschen Wasser auf dem Gasherd. Zack, haben wir Salz? Geil, wir haben Salz. Es wird echt schnell warm, ne? We are ready. Zack, können wir sogar einen Topf lassen. Wir haben noch leckeres griechisches Pesto geholt. Warm, und das knallen wir uns jetzt rein. Nudeln mit Pesto, da könnt ihr auf gar keinen Fall irgendwas falsch machen. Also ist auch auf jeden Fall möglich, habt ihr gesehen? Kann man sich nicht beschweren. Es wird sich langsam bed ready gemacht, es ist mittlerweile schon dunkel. Man kann hier wirklich alles nur Step by Step machen, nicht gleichzeitig. Ich muss jetzt mal das Bett ausklappen. Ich weiß nicht, ob man das merkt, aber wenn ich hier so rumwippe, dann wackelt das schon sehr krass. Aber es überlebe schon. Sollte kein Problem sein. Auch hier oben wird dann alles gedacht. Wir haben hier jede Menge so Ablagen, wo man so sein Zeug hin tun kann, richtig praktisch. Auch hier, das gehört ja noch mit zur Küche. Das kann man leider nicht abdunkeln und hier ist eine Laterne. Ich weiß nicht, ob mich das... Boah, Digga, ich würde mich unnormal unwohl fühlen, wenn hier irgendwas einfach am Bürgersteig irgendwo, jeder kann reingucken. Wieder stören wird. Hier ist ja noch ein Fenster. Das kann man aber abdunkeln. Und hier ist auch noch eine Menge Raum, um welche Sachen abzustellen. An Steckdosen hier oben ist auch gedacht. Hier eine und dort eine. Hier ist noch eine Lüftung, wenn man das anmacht, wird es hier so ein bisschen durchlüftet. Ansonsten war es das auch schon. Ich will euch nichts vormachen, gemütlich ist es nicht. Das ist eine echt harte Matratze. Aber immer noch tausendmal besser als draußen zu schlafen, ne? Auf jeden Fall. Uns wurde ja auch vorhin gezeigt, wie man hier zu zweit schläft. Also einfach quasi genau unten drunter mit Schlafsack. Das würde auf jeden Fall auch gehen und das machen auch viele. Und das Coole ist, man hat schon so seinen eigenen Space auf jeden Fall. Ich sehe nicht, was der unter mir macht und der unter mir sieht auch nicht, was ich hier oben mache. Ich würde sagen,
Es ist Schlafenszeit. Gute Nacht. Guck mal, wie witzig. Da hinten drehen die da irgend so ein Movie. Und ich beobachte in meinem 2,5 Quadratmeter Tiny House hier das ganze Geschehen. Die checken, die sind komplett in einer anderen Welt als ich gerade. Ne? Ich bin so ein NPC irgendwie gerade. Die checken gar nicht, dass hier irgend so ein Asiate sitzt, der Leute beobachten kann. Ziege. Ich möchte euch nichts vormachen. Ich habe echt kacke geschlafen. Boah, das war nicht so geil. Man hört schon sehr viel von draußen. Und wenn da irgendwelche Leute mitten in der Nacht rumschreien und wir sind ja in Berlin, wacht man halt jedes Mal davon auf. Okay, hier sehe ich gerade, der hätte das nicht länger machen können, weil das ist schon bis zum Anschlag hier. Deshalb, und das Bett liegt hier. Das heißt, er müsste hier vielleicht verlängern, damit man ein längeres Bett hat. Aber da ist, dann hättest du auch eine kleinere Tür. Ich meine auch, da hat mal jemand an der Tür geklopft. Es ist ja nicht alles danke. Abgedunkelt, deswegen fühlt man sich auch so ein bisschen beobachtet. Man hört natürlich immer wieder so Konversationen, wenn man da zu zweit unterwegs ist. Oh, da wohnt jemand, bla bla bla. Ich habe auch gerade mit meinem Bo telefoniert, der hat gesagt, und, konntest du wirklich dort schlafen? Er weiß, glaube ich, am besten, dass es da nicht so krass gemütlich ist. Aber ich bleibe auf jeden Fall dabei. Das hier ist immer noch 100.000 Mal besser, als irgendwo auf der Straße zu schlafen. Wisst ihr, was witzig wäre? Wann hat mir ja hier seine Schlüssel übergeben. Da ist natürlich der Autoschlüssel dabei. Ich könnte jetzt einfach theoretisch abdüsen. Dann habe ich sein Auto und sein Haus geklaut. Die Tiny Foundation ist gemeinnützig. Wir leben von Spenden. Ja, und das heißt, wir freuen uns natürlich auch immer, wenn Leute das gut finden und uns spenden. Wenn ihr das unterstützen wollt, klar, gerne. Tinyfoundation.org könnt ihr gerne auf unserer Website. Ah, okay. Er nimmt gar kein Geld dafür, Bruder. Maximaler Ehrenmann, ja? Schauen. An der Stelle eine kleine Aktion für alle Leute, die spenden wollen, aber gerade kein Geld zur Verfügung haben. Ich werde sowieso der Tiny Fund, kann man auch in den Analytics schauen, wie viele Abonnenten durch dieses Video dazugekommen sind, spende ich nochmal 10 Cent. Das heißt, wenn ich durch dieses Video 10.000 Abonnenten dazu bekomme, spende ich 1.000 Euro. Ist eine Win-Win-Situation für alle. Ihr kriegt geilen Content kostenlos und spendet noch dazu. So, Leute. Das war's mit dem Tiny House. War auf jeden Fall eine witzige, coole Erfahrung. Ein wirklich, wirklich Riesen Respekt geht an Wann Wo. Ja, Bruder, ey, schlafmöglicher für Obdachlose, maximaler Ehrenmann, ich sag dir ehrlich. Sehr, sehr schönes Projekt. Er hat's bereits gesagt, ich sag's auch nochmal. Link unten in der Videobeschreibung zum Spenden hier für diese ganze Tiny Foundation. Falls ihr etwas übrig habt, würden sie sich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und das würde das ganze Projekt sehr, sehr unterstützen. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Reisekontent sehen wollt. Wir wollen dieses Jahr noch die 500.000 Abonnenten knacken. Haut rein, Leute, und ciao. Ja, super.